Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend. Vor 102 Jahren haben sich Frauen das Wahlrecht sowohl in Polen als auch in Deutschland erkämpft. Mein Name ist Mateusz Fałkowski, ich bin stellvertretender Leiter des Pileski-Instituts Berlin und ich werde heutige Diskussion moderieren. Über Frauenrechte in historischer Perspektive sprechen heute drei Historikerinnen, Professor Magdalena Gawin, Professor Claudia Kraft und Hanna Radziejowska. Frau Cornelia Pieper, Generalkonsulin Deutschlands in Gdańsk, musste leider wegen Krankheit die Teilnahme an unserer Diskussion kurzfristig absagen. Wir wünschen Cornelia Pieper gute Besserung. Unser Gespräch wird simultan gedolmetscht ins Polnisch und ins Deutsch. Sie können Ihre Fragen an unsere Gäste schriftlich in Q&A-Sektion unten im Bildschirm stellen. Jetzt erkläre ich einige Wörter auf Polnisch, wie ist mit dem Zugang zur Übersetzung. Dobry wieczór. Żeby znaleźć tłumaczenie, muszą Państwo znaleźć wzorzec Kuliziemski na Guten dole. Abend, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Dolmetschfunktion einschalten, aktivieren möchten, möchten Sie unten auf den Globus drücken. Magdalena Gawin ist Historikerin, Professorin am Institut für Geschichte an der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau und zurzeit auch polnische Vizekulturministerin. Autorin von Monographie Rasse und moderne Geschichte der polnischen Eugenikbewegung sowie der Monographie Der Streit um die Gleichberechtigung der Frauen 1864-1919, also genau zu diesem Thema, worüber wir heute sprechen. Claudia Kraft ist auch Historikerin, Professorin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte, Kultur, Wissens- und Geschlechtergeschichte an der Universität Wien. Autorin von Monographien unter anderem zu Juristinnen und Rechtsordnungen der polnischen Zweiten Republik, sowie auch Herausgeberin eines Bandes Geschlechter zu Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähnlich Hanna Radziejowska ist auch Historikerin, Leiterin des Pileski-Instituts Berlin. Sie ist Kuratorin von mehreren preisgekrönten historischen Ausstellungen, unter anderem einer Ausstellung zu den Anfängen von Frauenrechten in Polen. Demokratie ist über Gleichheit, auch über Freiheit und Gerechtigkeit, aber das ist Gleichheit, inklusive Frauen, die der Freiheit und Gerechtigkeit radikale Wirkung gibt. Das normative Projekt der Demokratie hat sich in Verbindung mit Moderne, Massenpolitisierung und Vorstellungen von Menschenwürde herausgebildet. Diese moderne Demokratie, die wir kennen, entstand aus vielen verschiedenen Praktiken, Ideen und Handlungen, einschließlich der Frauenrechtsbewegungen des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Nicht aus einem Guss und nicht in einem Land. Darüber werden wir jetzt sprechen. Im November 1918 erkämpften sich Frauen sowohl in Polen als auch in Deutschland das Wahlrecht. Beide Länder, also Polen und Deutschland, gehörten somit im internationalen Vergleich zu Vorreitern des Frauenwahlrechts. Für die Einführung des Frauenwahlrechts kämpften damals Frauen mit sehr unterschiedlichen politischen und weltanschaulichen Überzeugungen. Sowohl die Einführung des Frauenwahlrechts als auch die politische Mobilisierung im Vorfeld üben bis heute noch eine enorme Gestaltungskraft auf unsere Demokratien aus. Damals wie heute galten manche politische Postulate von vornherein als selbstverständlich, während andere wiederum die öffentliche Vorstellungskraft sprengten. Diese im Kern historische Diskussion soll deswegen auch wichtige gegenwärtige Aspekte von politischen Frauenrechten beleuchten.
Und ich würde jetzt nach dieser Einführung mit einer Frage an Magdalena Gavin beginnen. Also welche emanzipatorischen Strategien hatten polnische Frauen Ende 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhunderts, die dann 1918 zur Gewährung von Bürgerrechten für Frauen führten? Und woher kam diese positive Antwort der Politiker des Staates, der 1918 die Unabhängigkeit wiedererlangt hat? Vielen herzlichen Dank. Also eben diese Frage, wie es dazu gekommen ist, dass Polen 1918 diese Frauenrechte sich erkämpft haben, das war die Hauptfrage, die zentrale Frage, die ich meinem Buch gestellt habe. Dieses Buch kann man sich vorstellen als eine Diskussion mit den wichtigsten intellektuellen Politikern, Aktivisten dieser Zeit geführt hätten oder führen würden. Man muss sich das so vorstellen, als würden wir eben so ein Interview führen mit Menschen, deren Meinung wichtig war, die ein öffentliches Leben geführt haben. Und ich in meinem Buch stelle Fragen an diese Menschen, was sie eben von Frauenwahlrechten halten. Großer Teil dieses Buches ist den Strategien gewidmet von den Milieus der Frauen. Was charakteristisch war für diese Bewegung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war, dass er sehr divers war. Es waren aktive Frauen darin, die eher auf der linken politischen Ebene einzuordnen sind. Es gab auch welche, die eher rechts waren, obwohl ich sie nicht als konservativ bezeichnen würde. Das waren Frauen, die nach der Veröffentlichung der Enzyklika Rerum Novarum als Gutsbesitzerinnen aktiv wurden. Sie haben Frauenaktivismus propagiert und auch den ärmsten Frauen helfen wollen. Das heißt, dieser Impuls um Gleichstellung und um die Rechte zu kämpfen, kam aus drei unterschiedlichen Milieus. Dieses dritte Milieu war anders als die anderen beiden, als die Vereinten Christlichen Gutsbesitzerinnen und der Fortschrittliche Bund für die Gleichberechtigung der polnischen Frauen. Diese dritte Gruppe war viel schwächer und die haben vor allem um Gleichberechtigung im Sinne des Zivilrechts gekämpft, um polnisch-politische Rechte. Das waren die ersten zwei Gruppen. Und die dritte Gruppe hat eher auf Revolution gezielt. Und ich meine hier nicht eine gesellschaftliche Revolution, sondern eher etwas, was charakteristisch in der Romantik war, nämlich als Kampf für Unabhängigkeit Polens, als Kampf im revolutionären Sinne bezeichnet wurde. Diese Gruppe meinte, dass man die Kodexe der Teilungsmächte nicht formieren sollte, sondern um freies Polen kämpfen sollen. In dem neuen Land sollte eben Gleichstellung im Sinne des zivilrechtlichen, der zivilrechtlichen Grundlagen gewährleistet werden. Das war die kleinste Gruppe, die paradoxerweise die anderen beiden an sich gezogen haben. Und alle diese Frauen haben sich auf den Fronten des Ersten Weltkrieges getroffen. Das bedeutet aber nicht, dass es zwischen den unterschiedlichen Milieus keine Differenzierungen oder keine Unterschiede gab. Denn es gab diese und sie waren gravierend. Feministinnen haben mit einem gewissen Diskurs oder einer gewissen Narrative zu Antagonismus der Geschlechter angefangen. Sie haben Gleichstellung der Geschlechter gefordert. Und die christlichen Demokratinnen, die sich auf die Enzyklika Rerum Novarum und gesellschaftliche Solidarität bezogen haben, sie haben eher auf die Komplementarität der Geschlechter gesetzt. Es ging um eine Koexistenz zwischen Männern und Frauen, wie sie eben im Privatleben auch realisiert wurde. Sie haben also postuliert, dass man diese Regeln auf das öffentliche Leben übernimmt oder sie in das öffentliche Leben übersetzt. Man hat das Gefühl, dass damals Diskussionen anfingen, die einen Einfluss bis heute haben. Es sind auch Institutionen ins Leben berufen worden, die nicht nur im 19., sondern auch im 20. Jahrhundert wichtig waren. Wichtig ist zum Beispiel die Fliegende Universität, die eine konspiratorische
Universität war von Jadwiga Stawińska Dawidowa gegründet, noch im 19. Jahrhundert, denn russische Regierung hat damals Frauen den Zugang zu der Universität in Warschau gesperrt. Und die Idee fliegender Universität ist während der Volksrepublik Polen zurückgekommen als eine Möglichkeit, im Untergrund zu unterrichten. Und ich kann auch viele andere Institutionen oder Ideen hier erwähnen. Man kann beobachten, wie diese Frauenbewegung sich eben in die Geschichte der Politik eingeprägt hat und die Geschichte des intellektuellen Lebens. Es geht auch um ein gewisses Kontinuum, wenn man sich das 19. und das 20. Jahrhundert anschaut, die der Frauenbewegung zu verdanken ist. Ich würde diese Bewegung also nicht nur in Bezug auf Frauen beschreiben. Sie hatte natürlich selbstverständlich Einfluss auf Frauenrechte, aber auch auf politische Debatten und Diskussionen dieser Zeit. Und man kann, wie gesagt, eine gewisse Fortsetzung, Kontinuität diverser Fäden oder Diskurse, die im 19. Jahrhundert angefangen jetzt, wurden. Jetzt hätte ich eine Frage an Claudia Kraft. Sie schrieben unter anderem über Juristen und das Rechtssystem der Zweiten Republik und Sie befassen Sie sich auch mit vergleichender Perspektive anschließend Geschlechtergeschichte. Also was ist in Polen, aber auch in Deutschland nach 1918 passiert? Also, also war das Ende der Geschichte, also diese Erkämpfung um Frauenrecht, Wahlrecht? Oder haben diese Frauen diese wiedergewonnenen politischen Rechte in Europa ausgenutzt? Können Sie diese Situation, also der Frauen in Polen und in Deutschland vergleichen, wo in Deutschland in 1919 zum ersten Mal die Frauen für das Parlament kandidierten, haben diese neuen Gesetze auch neue Praktiken in der damaligen Demokratien gebracht? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange vielleicht mal mit dem Vergleich von Deutschland und Polen an. Magdalena Gawin hat ja eben sehr anschaulich gezeigt, dass sich die polnischen Frauen mit ihrem Kampf um Gleichberechtigung in größere politische auch Debatten eingefügt haben, in Debatten über zivilrechtliche Gleichheit, Debatten über nationale Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Also Frauen funktionieren nur nie als Frauen, sondern sie sind immer auch als Akteurinnen in anderen politischen Prozessen beteiligt und sie definieren sich auch nicht nur als Frauen. Also polnische Frauen definierten sich natürlich gerade in der letzten Drittel des 19. Jahrhunderts häufig eben auch als Aktivistinnen für die polnische Unabhängigkeit. Andere polnische Frauen hatten vor allem ihre soziale Lage, ihre Benachteiligung im sozialen, im materiellen Bereich vor Augen. Und ich glaube, das ist sehr vergleichbar mit den deutschen Frauen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wir haben ja keine einheitliche Frauenbewegung, sondern wir haben im Prinzip sehr, sehr unterschiedliche Akteurinnen, die zum Teil aus einer bürgerlichen Perspektive den Kampf um Frauenbildung, Frauenerwerbsarbeit führen. Wir haben die Sozialistinnen, die sehr früh das Wahlrecht fordern, aber vor allem eben auch die generell materielle Gleichheit fordern und da sich gar nicht so sehr als weibliche Akteurin, sondern als sozialistische Akteurin betrachten, die eben nicht den Geschlechtergegensatz, sondern den Klassengegensatz in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Polen im Jahr 1918-19 ist dieser historische Kontext, dass in Polen die Unabhängigkeit errungen wird nach über 100 Jahren der Teilung und dass dabei Frauen jetzt sozusagen als Teil dieses neuen Demos, dieser neuen politischen Gemeinschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle zukommt. Also wenn man das Frauenwahlrecht im Jahr 1918 den polnischen Frauen gibt, dann stärkt man natürlich auch diese polnische Nation, die sich jetzt institutionell neu konstituiert. Im deutschen Fall haben wir im Prinzip eine ganz andere Situation. Wir haben einen verlorenen Krieg, wir haben eine Revolution, wir haben eine Neukonstituierung ebenfalls
aber weniger im Sinne einer nationalen Neukonstituierung, sondern einer politischen, systemischen Neukonstituierung. Es geht jetzt um sozusagen auch eine Neufassung des Demos, in dem eben jetzt alle Männer und Frauen unabhängig von auch Besitz oder eben Geschlecht wählen dürfen. Und ich glaube, das ist, sind so Kontexte, die relativ unterschiedlich sind und die man im Hinterkopf behalten muss. Was ich, glaube ich, sehr vergleichbar finde, ist etwas, ich würde diesen Begriff, Frauen haben sich das Wahlrecht erkämpft, ein bisschen abmildern. Also wir neigen dazu, gerade wenn wir Frauengeschichte betreiben oder auch feministische Geschichtsschreibung betreiben, immer so ein bisschen so eine Heldengeschichte zu erzählen, dass über einen langen, langen Kampf der Frauenbewegung dann das Wahlrecht eben erkämpft wurde. Ich würde sagen, das Wahlrecht wurde auch verliehen. Es wurde gewährt von den immer noch mächtigeren Männern, die eben jetzt in diesen unterschiedlichen Kontexten die Frauen brauchen. Ne? Der polnische Staat braucht die polnischen Frauen, um diese Aufbauarbeit zu leisten. Er braucht polnische Bürgerinnen, um auch sozusagen den Demos zahlenmäßig stark zu machen. Der deutsche Staat braucht die Frauen in der Situation der Niederlage und braucht sie im Prinzip auch als konsolidierendes Element. Man könnte sich immer die Frage stellen, was verliert die Macht, also was verlieren die immer noch an der Macht sich befindlichen Männern, wenn sie das Frauenwahlrecht gewähren und was gewinnen sie? Gewinnen sozusagen Loyalität. Und das zeigt sich ja dann auch bei den Wahlen zum Beispiel im Deutschen Reich, dass Frauen durchaus massenhaft zur Wahl gehen, aber jetzt nicht massenhaft die SPD wählen, obwohl die die einzige Partei war, die sich schon seit den 1890er Jahren für das Frauenwahlrecht eingesetzt hat. Auch hier sieht man wieder sehr deutlich, Frauen wählen sozusagen nicht nur in der Logik ihres Geschlechts, sie wählen auch vor dem Hintergrund der jeweiligen außenpolitischen Situation oder ihrer jeweiligen Klasse. Deswegen würde ich sowohl den Begriff des Erkämpfens als auch dieses Kollektivsubjekt Frau so ein bisschen in Frage stellen und würde wirklich sowohl im deutsch-polnischen Vergleich sehr viel stärker auf die Kontexte rekurrieren, aber eben auch in den jeweiligen einzelnen Gesellschaften. Denn diese, diese Gleichheit ist ja auch in der Demokratie eine sehr kontextabhängige. Selbst mit der Wahlrechtsverleihung sind die Menschen ja nicht gleich. Weder sozial sind sie gleich, also weder lösen sich die materiellen Unterschiede auf und auch die Geschlechterunterschiede und die sozusagen die Benachteiligung aufgrund von Klasse oder Geschlecht bestehen ja in der Demokratie fort. Vielen Dank, Magdalena Gawin. Vielen Dank, Frau Magdalena Gawin. Loyalität, um Gewährleistung, also davon von Frauenrechten ging. Und was war die Interesse von Piłsudski zum Beispiel? Warum hat Piłsudski also diese Wahlrecht gegeben hat? Hatte er Interesse daran? Das ist eine Frage an mich. Seit 1905 war Piłsudski sich bewusst, dass während diese progressive Elite um ihn herum ihn wählen würde, also seine Partei, also die polnische sozialistische Partei, aber die Mehrheit der Frauen, wenn sie wählen gehen, wird auf eine eher traditionsgefestigte, eher rechte Partei. In Polen damals gab es zwei große Parteien, die nationalistische Demokratie, christliche Demokratie und die sozialistische Partei. Piłsudski wusste also, dass die meisten Frauen seinen Rivalen wählen würde. Das war ihm durchaus bewusst, dass wenn er Frauenwahlrecht gewährt, und in der Politik ist es meistens so, zumindest in Polen war das auch so, dass sowas nicht in parlamentarischen Diskussionen oder Wahlen entschieden wurde, sondern Wahlrecht wurde durch ein Dekret beschlossen und in dem Fall auch. Und es war also im größten Teil eine persönliche Entscheidung. Er wusste, dass wenn er Frauen das Wahlrecht gewährt, dass er wahrscheinlich die Wahl verlieren wird. Und er hat 1918 das gemacht. Und ich würde Frau Claudia Kraft hier recht geben, dass das in gewissem Sinne ein Schritt zurück war, aber es hat ihm die Aktivität ganz vieler Frauen
gegeben, die ihm in dem politischen Sinne ganz lange begleitet hat, alle Initiativen, die er auf politischer Ebene ergriffen hat. Und das ist hier jetzt auch interessant, warum in anderen Ländern, die zum Beispiel sehr viel weiter fortgeschritten waren, was die Emanzipation von Frauen angeht, warum Frauen sehr viel später Wahlrecht bekommen haben, zum Beispiel in England. Das ist das Jahr 1927, Frankreich 1944. Man kann doch nicht sagen, dass die Frauen weniger bewusst waren dort oder sich dessen weniger bewusst waren, was Bürgerrechte angeht. Das war ganz oft die Frage der Wahlbuchhalterie sozusagen oder Buchhaltung, also das Zählen mit den Fingern, ob es die Tories oder the Labour ist, die gewinnen. Und da war es klar, dass Frauen die Tories eher wählen würden. In Frankreich war das wiederum so, dass die Frauen, die in der Zwischenkriegszeit sich dafür eingesetzt haben, waren katholische Frauen. Und der französische Senat will ihnen kein Wahlrecht geben, da sie dem unreligiösen Charakter der Republik schaden könnten. Das heißt, es sind diese gewissen Kontexte, die eben dazu geführt haben, dass der Prozess dieser Gleichstellung in dem Sinne zwischen Männern und Frauen sehr verspätet hat oder sehr langsamer gemacht hat. Ich denke, dass es eine sehr richtige Entscheidung von Piłsudski war 1918. Das hat eine Euphorie ausgelöst, sowohl von den progressiven als auch von den eher konservativeren polnischen Kreisen von Frauen. Sie haben sich auf Demos getroffen und es war insofern wichtig, dass wenn hätte Piłsudski diese Entscheidung auf den Sejm, auf die parlamentarische Ebene rübergebracht, dann hätte es sich so, dann hätte das so sein können, dass man zu einer riesigen Debatte, dass es zu einer riesigen Debatte kommen würde, die nicht wirklich progressiv wäre und sehr lange dauern würde, bis zum Kommunismus so kam. Also wenn man sich die Geschichte Polens anschaut, denke ich, dass das wirklich wunderbar war, dass Polinnen bereits 1918 das Wahlrecht bekommen haben. Und ich stimme Frau Claudia Kraft ganz zu, dass das eben nicht nur um Frauenrechte ging, sondern um eine gewisse politische Determination, um eben diesen Schritt zu wagen, eine Durchsetzungskraft auf politischer Ebene. Und wenn ich überlege, was der größte Sieg der Frauen in dieser Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war, und ich meine hier nicht Parlamentarierinnen oder nicht unbedingt die, obwohl denen natürlich sehr viel zu verdanken ist und die damit begonnen haben, eine gewisse Denkweise einzuprägen über die Teilungen hinaus in Polen, das war aber eine Dutzend Frauen. Und ich glaube, dass der Hauptsieg dieser emanzipatorischen Bewegung war der Zugang zu Bildung. Denn es gibt keine Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, wenn es keinen vollen Zugang zu Bildung gibt, der mittleren und der oberen, der hohen Bildung. Vor dem Ersten Weltkrieg durften Frauen an der Warschauer Universität nicht studieren. Sie mussten gen Westen fahren. Sie sind nach Frankreich gegangen oder in die Schweiz. Eher in die deutschsprachigen Ländern, auch nach Belgien. Frankreich an der Sorbonne, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts, die größte Minderheit der studierenden Frauen waren Polinnen und Russinnen. Und aber an der Uni Warschau gibt es keine Frauen, weil sie dort nicht studieren dürfen. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dass es bereits in den 30er Jahren die Mehrheit der Studierenden sind Frauen und an manchen Instituten, zum Beispiel Philosophische Fakultät, das ist 60% der Frauen, dann merkt man, dass auf der Ebene der Bildung in dieser Zeit die wahre Revolution durchgeführt wurde. Und ich finde, dass diese Veränderungen in dem Bildungssystem, also Massenzugang, die Möglichkeit, Abitur zu machen, Hochschulstudium, dass das die wichtigsten Ereignisse, die wichtigsten Siege dieser ersten Frauenbewegung waren. Also da hat sich die Welt verändert, also da nach 1918. Also da Magdalena Gawin hat erwähnt,
dass das Bildungssystem also sehr wichtig war, also diese Veränderungen in Education, in Bildung. Also was, welche andere Felder würden Sie nennen und wie sah die Situation in Weimarer Republik zum Beispiel im Vergleich zu polnischen Zweiten Republik aus? Ja, in der Hinsicht kann man sagen, ist 1918 wirklich ein revolutionäres Jahr, weil im Prinzip auf einmal sehr viele Forderungen der ersten Frauenbewegung ja verwirklicht werden. Also eben nicht nur das Wahlrecht, sondern auch der Zugang zur höheren Bildung. Und damit verändert sich nicht für alle Frauen, aber doch für einen beträchtlichen Anteil der Frauen ihr Handlungsspielraum ganz, ganz maßgeblich. Ich bin Ihnen noch eine Antwort auch auf Ihre letzte Frage schuldig, nämlich auf die Praktiken, die veränderten Praktiken im Parlament. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil mit den doch relativ wenigen Frauen, die dann 1919 ins Parlament, etwa in der Weimarer Republik gewählt wurden, es waren ungefähr 37 von über 400 Abgeordneten, kommt doch sozusagen eine völlig neue Erfahrungsressource in das Parlament. Also Themen werden verhandelt, die in den Jahrzehnten zuvor eben nicht in der Öffentlichkeit verhandelt werden konnten, sondern die in der frauenbewegten kleinen Öffentlichkeit verhandelt wurden, aber jetzt eben ins Parlament kommen. Und das sind vor allem Fragen der Sozialpolitik, das sind natürlich auch Fragen der Bildungspolitik, das sind Fragen zum Thema Frauenerwerbsarbeit, Arbeitsschutz, Mutterschutz. Und man sieht sehr, sehr deutlich, wie rasch diese relativ kleine Gruppe an Frauen, die als erste Parlamentarierinnen in der verfassungsgebenden Versammlung tätig sind, wie sie es schaffen, eben Themen auf die Agenda zu setzen und überhaupt erst Themen zu politischen Themen zu machen, die bislang eher in der breiteren frauenpolitischen Öffentlichkeit jenseits des Parlaments verhandelt wurden. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und immer werden diese Frauen natürlich mit einer gewissen Skepsis von den alteingesessenen oder auch neuen männlichen Parlamentariern gesehen, weil sie sind eben ein absolutes Novum. Also die politische Theorie der Neuzeit, die politische Theorie seit der Französischen Revolution hat ja sehr stark darauf Wert gelegt, dass der politische Akteur ein männlicher, rationaler Akteur ist und hat damit im Prinzip den Ausschluss der Frauen auch quasi philosophisch und auch anthropologisch begründet. Und jetzt 1918, 19 sind auf einmal diese anscheinend nicht so politikfähigen Menschen vor Ort im Parlament. Und sie versuchen sich da so gut wie möglich anzupassen. Sie tragen keine großen Hüte. Sie tragen, wie häufig heute noch, bis auf ein paar Ausnahmen, eher gedeckte, dunkle Kleidung, wenn sie sich öffentlich als Politikerinnen zeigen. Sie möchten also versuchen, einerseits sozusagen in diese Rolle, die von einem männlichen Muster vorgegeben ist, zu schlüpfen. Und gleichzeitig bringen sie aber durch ihre eigenen Lebenserfahrungen Themen ein, die völlig neu sind oder die jetzt nicht völlig neu sind, aber eben aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Und sie sind die ganze Zeit im Prinzip in einem Dilemma. Man könnte es sagen, das Paradox von Gleichheit und Differenz. Sie wollen als gleiche Bürgerinnen für sich gleiche Rechte einklagen und erkämpfen in der politischen Debatte. Und sie müssen immer wieder auf ihre Differenz hinweisen, dass sie eben als Frauen andere Bedürfnisse haben, dass sie für ihre Genossinnen, die sie vertreten wollen, auch sozusagen auf diese weibliche Differenz hinweisen, um bestimmte Frauenrechte zu erkämpfen. Und das ist etwas, glaube ich, was in Polen sehr ähnlich war und was wir eigentlich bis heute immer noch erkennen, dieses Dilemma oder das Paradox der Differenz und der Gleichheit, dass diese abstrakte politische Gleichheit auf dem Papier steht, in der Verfassung steht, auch in der Weimarer Reichsverfassung. Männer und Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt im Artikel 109. Aber dass de facto die Gleichheit ja nicht gegeben ist. Die Gleichheit ist aufgrund der konstatierten, angeblich biologischen, anthropologischen Unterschiede sozusagen in den Köpfen der historischen Akteurinnen und Akteure festgeschrieben. Es gibt eine materielle Ungleichheit, die zum Beispiel im Zivilrecht bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zementiert ist. Und gegen all das kämpfen also diese angeblich gleichberechtigten Frauen an und machen ihre Sache, glaube ich, ziemlich gut, weil sie im Prinzip
auch diesem Publikum, sowohl im Parlament als auch außerhalb des Parlaments, den schwierigen Balanceakt zwischen eben Gleichheit und Differenz permanent vorführen. Vielen Dank, Hania Radziejowska. Also das war vor diese Entscheidungen, diese politischen Entscheidungen waren vor über 100 Jahren. Und wenn wir überhaupt etwas aus der Geschichte lernen können, was können wir dann von diesen Frauen lernen, die vor 100 Jahren für politische Rechte und auch für die Unabhängigkeit Polens damals kämpften? Was ist Ihre Meinung dazu? Powiem tak, dla mnie z takiej perspektywy von mir aus, aus meiner Perspektive einer Kulturmanagerin, die versucht hat, diese Geschichte durch Projekte, durch Ausstellungen zu erzählen, denn sie eben erlauben dem Zuschauer eine gewisse Nähe mit dieser Geschichte. Und für mich, meine erste Reaktion, als ich recherchiert habe, war eine gewisse Überraschung. Ich habe mir die Fragen gestellt und habe überlegt, wenn wir von einer Kultur Identität sprechen in dem Kontext eines Freiheitskampfes, auch zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, dann sind die Biografien dieser Frauen und das, was eben Ende des 19. Jahrhunderts anfängt, die Frauen, die um Polen 1918 kämpfen in diesem polnisch-bolschewistischen Krieg, das sind Biografien, die zeigen, dass diese Frauen nicht nur zwischen den Zweiten Weltkriegen aktiv sind, sie sind auch auf diversen Fronten des Zweiten Weltkrieges aktiv und nach dem Krieg erfahren sie an unterschiedlichen Orten auch, manche von ihnen sind emigriert oder manche sind im kommunistischen Polen gelandet. Sie erfahren, was eben nach dem Krieg passiert und sie versuchen auch da unter diesen Umständen aktiv zu sein. Das heißt, sie sind Frauen, die aktiv sind, und aber eine sehr kleine Präsenz haben in so einem kulturellen Code, finde ich. Und das war für mich sehr interessant, dass diese Figuren, diese Biografien wirklich faszinierend sind. Und also auch Maria Konopnicka zum Beispiel, so eine klassische Figur, ist eine Ikone eines kindheitlichen Patriotismus, was man so in der Schule lernt. Das ist eine Biografie voller Tumulte, voller Wendungen. Sie und ihre Kindheit, ihre Jugend, also die ganze Biografie ist eigentlich ein tolles Material für eine Serie. Und man kann daraus lernen, was wirklich wichtig ist. Und das war aus der heutigen Perspektive, war das eben meine Beobachtung, dass diese Geschichte von diesen Frauen eben ganz viele Sachen betrifft, ob das der Bürger ist, die sich dem Akt der Apostasie stellt, also aus der Kirche austrifft, oder jemand, der in Richtung Gott Heimatland schreibt. Das sind Frauen, die in der gleichen Epoche leben und ganz unterschiedliche Sachen schreiben, ganz unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Sachen haben, und die das Verständnis, was überhaupt Polen für sie bedeutet, das ist, glaube ich, etwas, was bis heute schwierig ist, es in der Welt zu erklären. Das ist wie, was Żeromski als den Traum von Häusern aus Glas beschrieben hat. Frau Kraft hat von einer Ebene gesprochen. Ich würde eher davon sprechen, dass es, wenn man sich Polen vorstellt, dass es so eine
traumhafte Denkweise, dass das ein tolles Land sein wird und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was auch diesen Frauen damals, was auch diese Frauen begleitet hat, egal ob sie christlich-katholisch waren oder von der Kirche weit entfernt waren oder bis Frauen waren, die in der Militär aktiv waren. Sie suchten nach ihren Wegen auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen, aber sie haben diesen Raum, den sie verbindet. Und ich glaube, das ist etwas, was für Polen irgendwie charakteristisch ist. Ich habe Żeromski erwähnt, aber es gibt auch eine andere Geschichte von Lorian Czarnasiewicz, Anna Berezinka. Ich glaube, das ist, also für mich ist das einer der tollsten Texte. Die Menschen haben sich vorgestellt, Polen wird irgendwas sein, das zu keinem, was zu keinem der Teilungsmächte gehören wird. Es wird nicht Russland gehören. Es wird dann wäre meine Antwort, dass es vielleicht eine Fähigkeit der Frauen, etwas als allgemein gut zu verstehen oder dieses Gefühl des Kollektivs zu verstehen. Denn also etwas, was sie vereint, trotz Diversität, trotz Unterschiede. Denn das ist, glaube ich, das Schwierigste in jeder Demokratie, dass man zu einem gemeinsamen Nenner kommt, um Entscheidungen zu treffen, obwohl man diverse Meinungen miteinander verbinden muss oder manche Sachen an der Seite stehen lassen muss, über eigenen Schatten springen muss und so weiter. Und ich denke, dass diese Ebene der Moderne auf der Grundlage von diesen Biografien sehr gut erzählt werden könnte. Und ich finde, die sind unterrepräsentiert in der Geschichte, die wir lesen oder mit der wir vertraut sind. Einige Frauen, einige Aktivistinnen. Also was ist deine Lieblingsaktivistin, Lieblingsfrau der Frauenbewegung? Ja, nie mam jednej ulubionej aktywistki, ja mam wiele. Ich habe keine eine Lieblingsaktivistin, ich habe viele, die ich gerne mag. Ich kann keine eine nennen, vielleicht Ola Szczerbińska wäre eine starke Kandidatin, aber ich mochte auch, warum? Sie hat überzeugt, sie war gebildet, intelligent und sehr mutig. Diese Frauen, die mit der revolutionären Fraktion der Sozialistischen Partei verbunden waren, wahrscheinlich nicht alle von Ihnen wissen das, aber wir müssen auch einen gewissen Kontext, einen breiteren Kontext hier geben. Vor 1914 im russischen Teilungsgebiet hatte keiner Pole Wahlrechte, denn alle Polen, Polinnen dort waren dem Zar unterordnet. Das heißt, diese Menschen haben die mangelnde Freiheit tagtäglich gespürt. Und diese Frauen haben sich an dieser Arbeit, dieser Kampforganisation der PPS-Partei beteiligt. Und die hatten auch mit Waffen zu tun. Und es gibt eine Szene, die filmreif wäre, finde ich. Ola Szczerbińska hat unter ihrem Kleid Dynamit und Mauser Waffen getragen. Sie hatte Sprengstoff in einem Koffer, den sie mal in so einer Oberablage im Zug abgestellt hat. Und irgendeine Frau, die sie da zufällig getroffen hat, eine Russin, hat ihr versucht einzureden, dass sie nicht alleine reisen sollte. Und in dem Moment, Ola Szczerbińska schaut sich die Frau an und denkt sich, was sie da in ihrem Koffer hat. Und ich fand diese Szene wirklich, also stelle ich mir vor, dass es im Film wunderbar funktionieren würde. Diese Frauen haben also, finde ich, moderne Elemente in ihren Tätigkeiten verbunden. Sie haben auch zum Beispiel in Fabriken gearbeitet, zusammen mit Männern, haben auch typische Männerrollen übernommen. Es war schwierige Arbeit, eine politische Agitatorin in der Fabrik für Kritik gesorgt oder wurde belächelt. Das heißt, sie mussten in neue Rollen reinschlüpfen ganz oft und andererseits
haben Sie aber eine gewisse Kontinuität gewährt auf der polnischen Ebene und eine Verwurzelung in der polnischen Kultur. Ich würde gerne noch eine wichtige Sache hier erwähnen. Wenn wir uns die Frage stellen, ob die nationale Ebene wichtig war, natürlich, in Europa ist das insgesamt eine wichtige Frage, aber man darf nicht vergessen, dass Polen als ein Land in Mittelosteuropa eine politische Definition der Nation hatte, die eine Schlüsselrolle hatte. Eine große Majorität, Großteil der Feministinnen und Kämpferinnen kamen aus dem Gutsbesitz sozusagen. Und der polnische Staat, das war ganz selbstverständlich für sie, sollte eben auch Gebiete, die ethnisch divers waren, umfasst. Polnische Sprache war als politische Sprache wahrgenommen und diese Frauen kamen aber aus diversen ethnischen Milieus. Maria Rodziewicz zum Beispiel, die aus Gebieten, die dann zu Russland gehörten, stammte. Sie war sehr in der orthodoxen Kirche verwurzelt. Das heißt, das waren Frauen, die sich auf die Tradition der Ersten Republik Polen bezogen haben. Das ist in den Tagebüchern und in den öffentlichen Statements von ihnen sichtbar. Ich wollte aber auch sagen, ich habe die Aussagen von Feministinnen und Nicht-Feministen gelesen und ich würde die Aufklärung in Europa ganz anders hier interpretieren. Ganz oft, wenn wir von Aufklärung sprechen, denken wir an Frankreich und wir vergessen ganz oft, dass das ganz unterschiedlich in England, Schottland, Deutschland und so weiter aussah. Und wenn diese Frauen also von den Anfängen der Emanzipation von Frauen gesprochen haben, dann haben das als polnische Aufklärung bezeichnet. Denn es ging eben auch um Bildungsfragen, wie schon vorher erzählt. Aber wenn es um die französische Aufklärung angeht, da waren sie eher skeptisch aufgrund des napoleonischen Kodex. Er wurde eben auch bis zum Ersten Weltkrieg in Polen gebraucht. Und das hat eben die französische Aufklärung symbolisiert. Und was dort steht, was Frauen angeht, dass Frauen unreif sind, dass sie keine Testamente schreiben können, dass sie nicht, arbeiten darf, dass eigene Kinder nach dem Tod ihres Ehemannes nicht erziehen kann. Das Ganze hatte mit diesem napoleonischen Kodex zu tun. Das heißt, die polnischen Aktivistinnen haben die französische Aufklärung sehr skeptisch betrachtet. Also paradoxerweise in anderen Gebieten war der napoleonische Kodex sehr positiv, was eine Modernisierung Polens anbelangt. Aber was die Position der Frauen angeht, da hat sie wirklich sehr geschwächt im Vergleich zu dem, was in der Ersten Republik Polen dann erreicht wurde. Und ich finde, wahrscheinlich gab es viele von solchen Paradoxen. Ihrer Meinung nach, also nach diesen 100 Jahren, also da genießen Frauen deiner Meinung nach in Polen und in Deutschland diese Rechte, die sie vor 100 Jahren gewonnen haben? Also dass man kann sagen, dass diesen Napoleons-Code, also wie von Magdalena also erwähnt wurde, also weiter sozusagen in unserem Kopf ist? Oder regieren Frauen wirklich mit? Ja, der Code Napoleon ist vielleicht nicht mehr in unserem Kopf, aber eine bestimmte Form einer bürgerlichen Geschlechterordnung, die im 19. Jahrhundert eben den Unterschied zwischen den Geschlechtern zu einem Hauptunterscheidungsmerkmal von Menschen macht, der ist weiterhin in unserem Kopf. Also der Code Napoleon hat ja im Prinzip, oder die bürgerliche Geschlechterordnung hat ja im Prinzip auch die reichen, adligen Frauen im Prinzip zu ewigen Minderjährigen gemacht, die eben nicht mehr über ihren eigenen Besitz verfügen konnten. Und das haben wir bis in die 1970er Jahre in den bürgerlichen Gesetzbüchern im westlichen Europa eben auch vermerkt. Ne? Und das wird erst nach und nach
im Zuge einer gesellschaftlichen Modernisierung, vorangetrieben vor allem durch sozialdemokratische Parteien im Westen, verändert. In Osteuropa haben wir nach 1945 ja eine andere Geschlechterordnung, in der eben die materielle Basis, die ja im Westen ganz, ganz lange heute die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern auch zementiert. Man denke nur ans Ehegattensplitting und solche immer noch vorhandenen rechtlichen Instrumente, die eine bestimmte Form von Geschlechterordnung propagieren. Das hat man, da gibt es in Osteuropa einen radikalen Wandel, würde ich sagen, auf der rechtlichen und auf der institutionellen Ebene mit Frauenerwerbsarbeit, mit Vergesellschaftung von Hausarbeit durch Kinderkrippen und so weiter. Aber interessanterweise natürlich auch Kontinuität, also die Geschlechterordnung in der Politik, etwa in Polen oder in der Tschechoslowakei oder in der Sowjetunion, kennt weiterhin einen dominanten männlichen politischen Akteur, kennt weiterhin eben eine massive Mehrheit von Männern in den zentralen Entscheidungsgremien, der Zentralkomitees, der Politbüros und so weiter. Das heißt, selbst wenn sich die institutionelle Ordnung, auch wenn sich die Eigentumsordnung ändert, heißt das noch lange nicht, dass sich die Geschlechterordnung grundsätzlich ändert, sondern sie hat eine gewisse Beharrungskraft über verschiedene Systeme hinweg. Und man muss auch immer wieder gucken, feststellen, dass es auch Rückschritte gibt. Also wenn man jetzt Osteuropa nach 1900 oder nehmen wir mal Polen nach 1989 sieht, würden wir ja sagen, toll, es werden Bürgerrechte garantiert, es gibt ein Mehrparteiensystem, das Wahlrecht ist tatsächlich wieder ein Wahlrecht. Und man könnte sagen, sowohl die politischen Rechte als auch die bürgerlichen Rechte werden gestärkt. Gleichzeitig könnte man sagen, mit der Verschärfung des Abtreibungsrechts nach 1993, aber auch eben heute, wenn man sagen, die individuellen Rechte von Frauen, ihre Rechte über Selbstbestimmung über ihren Körper, werden eingeschränkt. Was ich damit sagen will, es gibt sozusagen keine lineare Fortschrittsentwicklung, sondern es gibt immer ein Nebeneinanderher von verschiedenen Rechten und auch verschiedenen Vorstellungen von dominanten Geschlechterordnungen. Und da sehe ich weniger eine lineare Fortschrittsgeschichte als ein interessantes Auf und Ab und eine Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Stadien der Rechte, des Genießens von Rechten. Anja, regieren Frauen mit? Also ist Geschlechterordnung deiner Meinung nach Fortschrittsgeschichte? Anja, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe eine praktische Erfahrung, dass Frauen sicherlich eine etwas andere Art und Weise haben, wie sie denken und agieren und handeln, was das öffentliche Leben angeht, am Arbeitsort. Wenn wir sagen zum Beispiel, wenn wir sprechen von den ersten Parlamentarierinnen, die eben sich mit gesellschaftlichen Fragen auch auseinandergesetzt haben und Themen in die öffentliche Diskussion eingebracht haben, die davor abwesend waren dort, dann ist es, finde ich, auch so, wenn man von der vom heutigen öffentlichen Leben spricht, das ist auch das, was Frau Kraft vorhin gesagt hat, wenn man sich fragt, wie man diese Rechte versteht, auch auf der Ebene des Individuums, des Rechts über eigenen Körper zu entscheiden und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass Frauen in diesen öffentlichen Räumen eine andere Denkweise einführen können. Das, was ich sage, ist vielleicht so ein Glauben an eine gewisse Komplementarität der Geschlechter. Das ist, finde ich, etwas, was ganz oft zu so einem fehlenden Element wird, wenn man an Politik denkt als einen super brutalen Raum, dass die Anwesenheit von Frauen das manchmal verändern kann. Es ist natürlich nicht immer so, jeder ist ein anderer Mensch, aber dass es eine gewisse Sensibilität ist, die sehr wertvoll ist, die mit reingebracht wird. Ich würde aber sehr gerne wissen, welche Suffragette die Lieblingssuffragette von Frau Claudia Kraft ist. Das haben wir nämlich nicht gehört, das würde mich sehr interessieren. Das ist eine Sache. Und zweite Sache, ich finde, dass in so einer Vergleichsperspektive zwischen Deutschland und Polen überhaupt zu diesem Moment, dass das unglaublich ist, dass das der gleiche Moment ist, Frauen erlangen das Wahlrecht, aber gleichzeitig
in Deutschland. So eine Kultfigur ist Rosa Luxemburg, die in Polen eher nicht mit diesen Themen in Verbindung gesetzt wird, aus der Perspektive dessen, dass sie eigentlich an den Kommunismus so geglaubt hat, dass das Kommunismus alles mit sich bringen wird. Und sie hat auch nicht um Polen gekämpft. Also das ist eben so der gleiche Moment und ganz unterschiedliche Herangehensweise oder Perspektiven. Deswegen, dass die Frauen die Besten sind, würde ich erstmal am Rande stellen, aber als interessante Anmerkung. Lieblingssuffragette? Ja, unbedingt. Also eine meiner absoluten Lieblingssuffragetten ist Hedwig Dohm, die in der ersten Frauenbewegung auch eine relativ frühe Vorkämpferin, weil hier würde ich wirklich von Kämpferin der Frauenrechte sprechen. Sie ist 1831 geboren und fordert schon 1873, also lange, lange bevor die Sozialdemokratie sich zum Frauenwahlrecht bekennt, das Wahlrecht für Frauen. Und sie ist eine unglaublich kluge und vor allem unglaublich lustige Publizistin. Und sie hat also alles, was sie geschrieben hat, immer so einen unglaublich spitzen Humor. Und sie hat, zitiere sie nur mal, wenn ich eine Broschüre lese wie die des Herrn Bischof, nehme ich ein Klopfen an den Schläfen wahr. Nicht infolge der geistigen Anstrengung, das kann ich versichern, sondern vor Grimm. Also sie hat im Prinzip die ganze Zeit dagegen angekämpft, dass sie im Körper einer Frau steckend nicht die intellektuellen Möglichkeiten hatte oder sie ausschöpfen konnte, die einem Mann mit ihrer Intelligenz zugestanden hätten. Und sie hat ganz interessante Vorstellungen eben auch schon im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts propagiert. Sie hat gesagt, also diese Vorstellung, dass es so etwas gibt wie angeborene Mutterliebe, das bezweifle ich. Ich glaube, das liegt daran, dass man uns keine andere Möglichkeit gibt, uns sozusagen zu entfalten. Und deswegen neigen wir dazu, sozusagen all unsere Energie eben in diese Familien- und Mütterlichkeitsdinge zu stecken. Und das erinnert einen natürlich sehr stark dann ans 20. Jahrhundert, in dem die Debatte aufkommt, inwieweit gibt es so etwas wie eine weibliche Natur und gibt es sozusagen bestimmte weibliche, männliche Instinkte. Und all das hat sie eben schon vorgedacht im 19. Jahrhundert. Deswegen finde ich sie sehr bewundernswert. Magdalena, Sie haben auch politische Erfahrung. Also was ist diese Erfahrung? Wollen tatsächlich also die Frauen also diese politische Rechte benutzen und welche Strategien, also da gibt es, gab es und gibt es, um Frauen zur Ausübung dieser bürgerlichen und politischen Rechte zu ermutigen? Ich finde, dass es nicht genug Frauen in der Politik gibt. Ich finde, es soll mehr Frauen geben, die sich in die Politik wagen. Und es geht mir hier nicht darum, dass es irgendwie Unterschiede zwischen männlicher und Frauenpolitik gibt, aber es geht mir um diese Gleichstellung auf der bürgerlichen Ebene. Ich finde es sehr schade, dass es so wenige Frauen in der Politik gibt. Ich finde, dass es uns schwieriger macht, gewisse politische Mechanismen zu verstehen. Ich finde, dass diese politische Erfahrung uns sehr prägen kann. Ich finde, ich schreibe sehr viel bessere historische Bücher, seitdem ich politisch aktiv bin. Ich finde, dass sich Frauen dass mehr Frauen in die Politik gehen sollten. Ganz oft machen sie das nicht, weil sie sehr hart arbeiten, keine Zeit für sich selbst haben. Und wenn ich noch irgendwas im Leben machen werde, dann würde ich so eine Stiftung gründen, die eben Frauen helfen würde, sich in der politischen Welt zurechtzufinden. Wenn ich aber auch darüber nachdenke, was Frau Professor Claudia Kraft erwähnt hat, nämlich wie diese Frauenbewegung, die auf verschiedene Dekaden sich ausbreitet, welche Phasen es gab. Für mich war das so überraschend, dass diese Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg ganz anders war als die moderne Bewegung. Denn heutzutage beziehen wir uns ganz oft auch unbewusst auf die Frauenbewegung der 60er Jahre. Und diese Bewegung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wie revolutionär er war auf der bürgerlichen Ebene, ganz oft in Vergessenheit gerät. Und der war
ganz oft ganz anders oder in vielen Aspekten anders als das, was man denkt oder denken würde. Und was mich so schockiert hat, ist, dass eine der wichtigsten Figuren im polnischen intellektuellen Leben, ich habe in meiner Arbeit auch ganz viel Literatur analysiert, ein Teil der Frauen in dieser Zeit sich nicht durch publizistische Arbeiten zu Wort meldet, sondern durch Belletristik. Und eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte, der intellektuellen Geschichte Polens mitten des 19. Jahrhunderts, Eliza Ostrzeszkowa, die eben auch im Imperium lebte, also im russischen Teil der Besatzungszonen. Was mich schockiert hat, war das, wie sehr sie den Viktorianerinnen ähnlich war, wenn sie gesagt hat, was wir machen sollen für die Frauen, die am talentiersten sind, für die Elitefrauen, die wirklich am meisten erreichen sollte, welche Umstände, welche Möglichkeiten wir denen geben sollen. Und sie hat immer gesagt, ihr solltet das Leben der elitären Frauen nicht verbessern. Wenn wir aber das Leben aller anderen Frauen verbessern, dann wird auch das Leben dieser elitären Frauen aus der Elite besser. Das heißt, das hat mich so überrascht in dieser Denkensweise, dass die Schicksale der Frauen ganz oben auf der gesellschaftlichen Leiter, die den Eliten angehörten, die talentiert waren, von den Schicksalen den Frauen ganz unten abhängig ist. Für mich die Recherche zu diesem Buch, das war ein intellektuelles Abenteuer. Ich habe viele Überraschungen gefunden. In jedem europäischen Land gab es den Begriff des der Doppelmorale. Das war das Gleiche in Frankreich, in Deutschland und auch in Polen. Das wurde bei uns durch die Schriftstellerin und Dramaturgin Gabriela Sapolska popularisiert, die gleichzeitig gegen die Gleichstellung der Frauen war. Das heißt, ich hatte auch Spaß an diesem Buch, weil die Menschen eigentlich keine solche rationalen Haltungen haben, wie man sich das vorstellen würde oder wie man das von ihnen erwarten würde. Manchmal sagen sie sinnvolle Sachen, aber manchmal eben gar nicht. Und obwohl Gabriela Sapolska gegen Gleichstellung war, Gleichberechtigung war, hat sie sich dafür indirekt ganz stark eingesetzt. Sie hat diese Doppelmorale zu der Range einer Kunst hochgehoben. Das heißt, es ist nicht immer so, dass die Publizistik wichtige gesellschaftliche Themen hochhebt. Das macht vor allem die Literatur, also Belletristik oder eben Dramen, Theaterstücke. Also dank Gabriela Sapolska ist auch sehr viel Wichtiges passiert. Ich wiederhole nochmal und möchte das nochmal betonen, dass es wichtig wäre, dass mehr Frauen in die Politik gehen. Das ist auch eine große Lehre für jede Demokratie und ich hoffe, dass das irgendwann in Polen passieren wird. Ich war aber auch überrascht, als ich Berichte gelesen habe über den Bezahlungsgap, also wie sich Löhne unterscheiden. Das ist in Polen etwas über 8% und in Deutschland oder in Frankreich dieser Gender Gap in den Löhnen, das ist glaube ich 10 oder 15%. Also in Polen ist das niedriger. Entschuldigung, 20% in Deutschland ist der Unterschied, 15% in Frankreich und in Polen ist dieser Gap 8%. Das heißt, relativ kleiner fällt er aus. Und das finde ich sehr positiv. Und wir sollten das anstreben, dass es diese Lücke dann irgendwann nicht mehr gibt. Ich bin nicht für Frauenquoten. Das kann ich gleich dazu sagen. Ich würde nicht eine Funktion haben aufgrund von Frauenquoten. Ich finde, wir haben diese Gleichberechtigung mit Frauen uns erkämpft, um eben mit ihnen auf der gleichen Ebene rivalisieren zu können. Und andererseits finde ich, dass die Diskriminierungspraktiken, die darauf beruhen, dass Frauen nicht aufsteigen können, weil sie eben Frauen sind, das ist entsetzlich. Das will ich also sagen, dass Kompetenzen
am meisten eine Rolle spielen sollten. Und ich finde, dass eine gewisse Transparenz in dem gesellschaftlichen wie auch im politischen Leben notwendig ist, um Frauen zu promoten und gleichzeitig zu sagen, dass Frauen keine einheitliche Wählerinnen sind natürlich, dass es immer progressive Frauen und immer eher traditionell konservativ veranlagte Frauen. Das heißt, es wird immer eine Gruppe sein, die sehr diversifiziert sein wird. Das ist aber ein wichtiger Teil der Wähler. Wenn ich was dazu sagen kann, ein Paradox, wenn man sich die Kompetenzen und Quoten anschaut, das ist nur eine Anmerkung dazu. Ich beobachte letztens diverse Debatten, die in Polen geführt werden, historische Debatten, aber auch Situationen in der Kirche und sowas. Und vor allem in konservativen Milieus, aber nicht nur, gibt es Debatten, an denen ausschließlich Männer teilnehmen. Und das gibt mir immer zu denken, das ist blöd. Man sagt, okay, es sollte irgendwie gleich sein, als gäbe es Quoten. Andererseits, es ist doch nicht so, dass es keine Frauen gibt, die eine Meinung zu diesem Thema hätten. Das heißt, das ist eine, diese Quotenvorstellung, das ist eine Idee, eine Art von Perspektive auf die Geschlechter, ohne sie zu absolutisieren. Das heißt, dieses Potenzial zwischen Parität, zwischen Quoten und Kompetenzen ganz oft sehr schlecht gemanagt wird oder gehandelt wird. Anni Claudia. Ja, also ich glaube, dass wir ja sehen, dass wenn wir keine politischen Schritte unternehmen, Ungleichheit abzubauen, und das betrifft nicht nur Geschlechterungleichheit, dass wir nicht so richtig vorankommen. Und deswegen würde ich sagen, ich bin für Affirmative Action, wobei man natürlich aufpassen muss. Ne? Also ich glaube, dass es eine bestimmte Gruppe von Frauen gibt, spreche jetzt vom deutschen Kontext, die gut ausgebildet ist, die aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern kommt, für die Aufstieg in der Wissenschaft oder auch in der freien Wirtschaft relativ gut machbar ist. Und es eine Gruppe gibt von männlichen Jugendlichen, die aus Arbeiterhaushalten kommen, die inzwischen gegenüber solchen Frauen benachteiligt werden, weil es eben durchaus Affirmative Action für Frauen gibt. Und von diesen Fördermaßnahmen profitieren aber dann meistens wiederum Frauen, die sowieso schon auf einem gesellschaftlich höheren Plateau stehen. Ne? Und so gesehen ist sozusagen dieses Gießkannenprinzip, dass man jetzt Frauenförderung macht, glaube ich, nicht zielführend, sondern man muss im Prinzip diese verschiedenen Diskriminierungsfaktoren immer zusammen im Blick behalten. Also soziale Herkunft, Geschlechterunterschied, Migrationshintergrund und so weiter, um eben eine möglichst gerechte Gesellschaft zu schaffen. Ja, und was ist Ihre Erklärung für diese Lücke, also in Deutschland, also diese wirtschaftliche Trägheit? Ja, das ist, glaube ich, hat etwas damit zu tun, dass die deutsche Gesellschaft jetzt auf eine relativ lange Phase gesellschaftlicher Prosperität zurückschauen kann, die es erlaubt hat, Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem in die Rolle der Hausfrau und Mutter wiederzustecken. Das war im Krieg, hat sich ein bisschen verändert, und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir aber eine ganz, ganz heftige Zeit der Restauration der Geschlechterverhältnisse. Und das wieder abzubauen, das dauert unglaublich lange. Das ändert sich auch nicht von einem Tag auf den anderen, wenn man das Zivilrecht ändert, sondern das sind Vorstellungen, die sozusagen über Jahrzehnte eingeprägt worden sind. Und ich glaube, dass Polen einfach aufgrund der sehr viel größeren historischen Wandlungsprozesse im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eben einmal den Systemwechsel nach 1945 und dann die Transformation nach 89 hier sehr viel leichter hat, die solche eingefahrenen Vorstellungen von Zuordnung von Geschlecht und Tätigkeit aufzubrechen. Also ich glaube, da ist Polen auch vor dieser sehr, sehr schmerzhaften Transformationserfahrung zum Teil einfach weiter als dieses etwas behäbige
Deutschland, was weniger stark historische Zäsuren verspürt hat. Und wir sehen ja immer noch den großen Unterschied in Ost- und Westdeutschland, was zum Beispiel die Anzahl der Kinderkrippenplätze angeht. Also das ist in Westdeutschland immer noch ein sozusagen Thema, wo man durchaus als Mutter schräg angeguckt wird, wenn man sein Kind schon sehr früh in die Krippe abgibt. Und in Ostdeutschland ist es in Regel. Das heißt, auch solche Prägungen spielen natürlich damit und tragen zu diesem Gender Pay Gap bei, wenn Frauen eben zum großen Teil eben nur Teilzeitberufen tätig sind. Die letzte kurze Frage, also was erwartet ihr von den Männern? Also sollen wir nur nicht stören oder etwas anderes noch? Ohne Antwort. Also. Ich würde antworten. Also ich würde mir zum Beispiel erwarten, dass Männer in solcher Weitsicht agieren wie Theodor von Hippel schon im 18. Jahrhundert, der über die bürgerliche Verbesserung der Weiber geschrieben hat und im Prinzip einen ganz, ganz klaren Blick hat und gesagt hat, also die Ungleichheit der Geschlechter, die beruht eben auf bestimmten rechtlichen Normen, die beruht auf falschen Zuschreibungen. Und wenn wir sozusagen mit einem aufgeklärten naturrechtlichen Blick an die Sache rangehen, dann gibt es eigentlich gar keine Geschlechterungleichheit. Es gibt sozusagen nur eine materielle Ungleichheit, die Männer für sich sehr geschickt auszunutzen wissen. Und er hat sich damit im 18. Jahrhundert natürlich total unbeliebt gemacht, als preußischer Beamter auch noch, der sowas schreibt. Aber was ich damit sagen will, ich würde jetzt nicht alle Männer sozusagen zur Zurückhaltung auffordern, sondern sie dazu auffordern, ihren gesunden Menschenverstand einzuschalten, wie schon Theodor von Hippel im 18. Jahrhundert. Und dann wird alles besser werden. Okay. Also da vielen Dank. Also wir wünschen uns, also allen Frauen und Männern, gesunden Menschenverstand. Und ich möchte mich sehr, sehr bedanken für die Teilnahme, für Claudia, Hanja, Magdalena und auch für die Leute, die dabei auch beteiligt waren, für Marek, der uns technisch unterstützt hat. Und für Karolina Golimowska, die alles übersetzt hat. Und für das ganze Team von Pilecki-Institut Berlin, vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Danke.